Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Zero City. Ich werde Zero City mal starten, Vollbetrei machen und warten. So wie immer. Ja, ich werde das wieder machen. Ich werde gleich erstmal die ganzen Werbequests fertig machen, bevor ich richtig anfange. Weil sonst drücke ich wieder immer aus Versehen drauf und dann muss ich mal wieder bearbeiten. Deswegen mache ich das. Oh, was ist denn da heute los? Raus. Okay, Sammler. Der Sammler ist da. Gut. Ja. Okay. Ist gebaut. Gut. Ah, jetzt mal hier ein bisschen glücklicher machen. Okay. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Die auch noch. Ist doch alle lernen. Okay, dann gehe ich mal hier drauf. Und das ist jetzt der Moment, wo ich hier nochmal schnell raufdrücken würde. Und damit das nicht passiert, möchte ich schon mal fertig. Also sage ich bis gleich. Okay, ich bin wieder zurück. Ich habe jetzt alle Videos angeschaut, es hat glaube ich 10 Minuten gedauert, keine Ahnung, auf jeden Fall etwas länger. Und jetzt alles Gute zum Geburtstag, da drin. Und jetzt auf jeden Fall haben wir hier die Kiste mit 5 Videos anschauen. Eine kannst du am Tag oder alle 6 Stunden glaube ich anschauen, eine Werbung. Und die haben wir geöffnet. Also die haben wir fertig. Die tägliche, normal. Ja, alle 6 Stunden. Kannst du dir dort ein Video anschauen. Und wenn du 5-mal Video angeschaut hast, kriegst du eine Truhe. Und da ist immer solche Coins drin. Die sind wichtig. Für mich zumindest. Gut, dann geht's jetzt weiter. Gehen wir hier rauf. Daily. Truppen. Bahnhof. Raubzug. Gehen wir hin. Bahnhof Raubzug. Das ist der hier. Einen kostenlosen kann man am Tag machen. Ich sende die besten Leute. Ich habe ja letztes Mal alles ausgerichtet gehabt. Mit die Leute sind noch da. In den Kampf. Ich wollte damit die Schwächsten anfangen, ne? Genau. Entfernen. Wir fangen mit den schwächsten Leute an. Die sind natürlich hinten. Nutzen. Und nochmal nutzen. Fertig. Angriff. Die stärksten anfangen, aber wenn die stärksten tot sind, hast du noch die Schwachen und die Schwachen haben dann keine Chance gegen die Stärkeren zu kämpfen. Deswegen fange ich lieber mit den schwachen Leuten an. Ist nur ein kleiner Hinweis von mir, muss man nicht machen. Aber das ist halt meine Methode. Einer schon tot bei mir. Nee, ist gar nicht einer von mir. Ein Böser.
kann aussuchen, ob er gegen Nahkämpfer, wie heißen die, Infanteristen, gegen Chemiker oder wie hießen die anderen? Weiß ich nicht, Krieger, Infanteristen und Chemiker. Ich habe meinen jetzt so auf die Vordersten, auf die Krieger. Verständlich, ich kämpfe nur gegen Krieger zur Zeit, damit die schnell down sind. Damals habe ich das Spiel ja richtig viel gesuchtet. Aber das ist jetzt so eine Stelle bei dem Spiel, wo man nicht mehr so schnell vorwärts kommt. Da brauchst du so ein paar Tage, um ein bisschen vorwärts zu kommen. Und das war für mich zu lang gekriegt, deswegen habe ich gedacht, komm, jetzt ist es ein anderes Spiel. Das werde ich wahrscheinlich jetzt morgen noch einmal spielen und dann war es das schon wieder. Übrigens, die meisten Spiele, die ich euch dann immer an den Tag zeige, spiele ich am nächsten Tag auch nochmal. Um beim nächsten Mal einen kleinen Fortschritt zu sehen. Wenn die denn das nächste Mal kommen. Ich weiß ja nie genau, welches Spiel wann kommt. Mal dauert es eine Ewigkeit, mal geht es ganz schnell. Zum Beispiel letztens hatte ich, was war das? Star Trek? In der einen Woche, nächste Woche Stunde gehabt. Oh, ein Fernkämpfer. Es sind noch übrigens 4 Kämpfe, die ich machen muss. Dann habe ich den Bahn gewonnen. Ich brauche zwar nur 5 Kämpfe, aber ich spiele das noch gleich komplett so weit, wie es geht. Oh, jetzt bin ich schon bei den 2 stark. Der heilt sich immer selber hoch, der ist gut. Das glaube ich wegen der Rüstung.
Gut. Noch zwei Kämpfe und meine letzten Leute. Jetzt gibt es Folgendes. Entweder ich schaue mir ein Video an, dann sind meine ganzen Leute wieder heile und ich spiele die letzten zwei Runden. Oder ich gehe auf Söldner, kaufe mir ein paar Leute für Gold. Oder ich beende den Kampf hier. Ich beende heute mal den Kampf. Belohnung abholen. Jetzt haben wir die eine Quest schon mal fertig. Nimmt einen Schlachter an der Arena, 7 Stück teil. Gehen wir hin, Arena. Habe ich mir auch schon die ganzen Videos angeschaut. Einmal Teilnahme. Ich habe 16.000. Schauen wir mal in den Laden, was es heute hier Schönes gibt. Ab und zu, wenn eine feindliche Einheit wiederbelebt wird, verlangsamt der Öffnungswert der nächsten Fähigkeit aller Feinde um 50%. Nee. Den kann ich gar nicht kaufen. Ab und zu, wenn eine feindliche Einheit getötet wird, teleportiert sie sich 4 Sekunden lang hinter dem Feind. Ist das hier? Ab und zu teleportiert man sich mit einem Feind. Für 4 Sekunden. Ah, und die Sachen, wie sind die? Halb beim Tod von einem. Okay, das ist gut. Angriff mit Chance von 10 bis 11%. Na gut. Sparen wir noch. Was wäre denn das jetzt eigentlich gewesen bei der Wiederbelebung eines Feindes? Oh, das ist gut. Und betäubt sie für 0,8 Sekunden lang. Beschwört einen Zombie. Boah, in der Nähe eines. Der ist ja cool. Den würde ich gerne haben. Aber fehlt mir ein bisschen. So. Ich habe eine Stärke von 831, der 841, der ist stärker. Oh, 2 Millionen. 4 Millionen. 4 Millionen. 2. 1, 6. 2, 1, 1, 6. 1, 3. 1, 4. Ah, egal. Alles stärker als ich. Deswegen ist es Wurst gewesen. Ich kämpfe. Kein Premium-Account. Gehen wir mal kurz nach Hause. Keine Lust mehr so lange zu warten. Eine Minute. Muss ich was machen? Upsa. Okay, was wäre denn die nächste Quest? Zeige eine gute Absicht, indem du Freunde ins Haus schickst. 5-mal. Chicken, 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 Chicken. Noch mehr Chicken. Oh, er ist online. Holen, 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 holen. Super. So, die Quest haben wir auch schon mal fertig. Ist die Minute schon vorbei? Normal kommt hier eine Nachricht. Ah, ja.
fahre jetzt mal gegen den zweitschlechtesten. So schlecht. Warrior Claw. Okay, wieder nach Hause. Nicht in der Truhe gucken. Hier gucken, Quest. Stell deine Truppe an einen beliebigen Wegepunkt auf der Schlachtfeld des Allianzkrieges. Hab keinen Allianzkrieg. Oh, schon wieder fertig. Das ging aber auch schnell jetzt. So. Okay. Und wir nach Hause. Oh, jetzt müssen wir erstmal wieder einsammeln. Die nächste Quest. Seite an Seite, das geht schon mal nicht. Oder wie viele Leute sind online? Allianzkrieg, Allianzkrieg. War hier, ne? Allianzhalle, Allianzkrieg. Der Allianzkrieg kann nicht beginnen. Ein Spieler der Allianz ist nicht anwesend. Okay. Ein Spieler fehlt noch. Nächster Angriff. Ich muss 7 Angriffe machen. 5 geht in einer Runde. Ich muss danach noch eine Runde. Ach, das ging auch schnell. Danach noch eine Runde anmelden. So. Zuflucht. Kämpfe. Na gut, auf jeden Fall geht das nicht. Allianzkrieg. Ach, das nächste, wo man viel warten muss. Der Bunker. Teilnahme. Die beste. Bestätigen. Mit einem zufälligen. Bunker sucht immer noch. Eigentlich sollte die Kämpfe nur gegen die, die sie besiegen können. Und Rest lassen sie dann einfach so durchlaufen. Da muss man immer auf die Leute warten. Das ist so nervig teilweise.
Bunkerboss. Ist immer noch nicht fertig. Ende. Okay. Und gleich nächstes anmelden. Ich brauche ja noch zwei Kämpfe. Bunker läuft immer noch. Beigetreten, verlassen, beigetreten. Vor 77 Tagen. Boah. Ich hab die meisten Punkte. Juhu. Ich bin die Nummer 1 in meiner Gilde. Meine Basis ist schon auf 37. Wow. Oh. Nehmen wir gleich den. Ist sowieso nur wieder stärkere Leute dabei, wenn der schon 2 Millionen ist. Gut, dann geht's jetzt weiter. Alles einsammeln. Im Bunker gucken, immer noch suchen. Warten auf den nächsten. Ah, noch ein Kampf. Aber wir machen natürlich die ganze Dinge zu Ende. Wenn ich es nicht vergesse. Das geht nicht. Da bin ich gerade bei. Und PvP-Kämpfe. Besiege 5 Leute. Das ist auch nice. Das muss man. Jordan. Komm. Jordan. Wir hauen dich kaputt. Oh. Arena. Die nächste Arena. Gold. Das war der erste Kampf. Zu Hause und da reingehen, gegen nächsten kämpfen. Der nächste kämpfen gegen die nächsten. Oh, kommst du? Nein, ich bin gleich da auch zu. Okay. Zurück. Na, muss man erst noch hier alles einsammeln. So, Bunker. Bunker. Ich will nicht Chef sein. Ich nicht, ich nicht, ich nicht, ich nicht, ich nicht. Nein! Ach Mensch. Das gibt's doch nicht. Gehen wir hier hin. Ich nehme meine schlechtesten Leute. 1. 2 3 Oder nur lieber den hier.
Hätte weiter Qual, okay. In den Kampf. Wenn das über Headset machen würde, dann wäre es bestimmt auch mal besser. Dann kann man sich mit gar nicht absprechen. Hier, ich nehme den noch durch. Wir gehen hier hin. Oh, abbrechen. Fertig. Ich gehe jetzt mal schnell hier raus. Nach Hause, weil ich muss ja noch die Arena zu Ende machen. Okay, Kampfbright. Schnell wieder zum Bunker gehen. Keine Zeit mehr für Sachen einsammeln. Ein Kampf. Ist die Arena wieder. Nur ein Helikopter. Oh, sie kommen durch. Meine Basis auch noch angegriffen. Okay, den Arena-Kampf, den letzten, schauen wir nicht mehr. Oder? Warte mal, zurück. Schneller, schneller, schneller. Schnell hingehen. Den Kampf. Schnell wieder zur Bar, zum Bunkerbasis. Das. Und den fertigen. Zwei Level über mich. Ah.
Wenn ich lange nicht online war, kriegt man doch normalerweise immer so Geld und sowas geschenkt. Warum kriege ich das nicht? So ein Mist. Egal. Mein Arbeiter kann er denn irgendwo arbeiten? Nee, sieht nicht danach aus. Nee. Genau, schnell in den Bunker rein. Der ist noch nicht fertig. Zu Hause. Der ist zu stark. Da, Triple X. Das war wohl nix. Okay, jetzt der Bunker. Immer noch nichts. Warte mal, wir können mal. Freundschaftsanfrage schicken. Wenn auch ein Geschenk geben. Ein Kaktus. Also eine Weihnachtskugel ist preiswerter. Ah, hier, Geschenk. Bitte schön. Wir haben noch zwei Leute. Drei Leute? Ach, da. Die Starken angefangen. Nee, ist auch schlecht. Wird doch mal stärker. Gut, dann was wollte ich jetzt machen? Genau, weiterkämpfen. Das ist jetzt der dritte Sieg. Wenn man will. Ich gehe davon aus, das wird der dritte Sieg sein. Der eine ist wieder aufgestanden. Oh, ein Bunker. Jetzt fertig. Okay, bereit. Schauen wir uns den Kampf an. Der wird bestimmt gut werden. Schon der erste Dorf. Ein Schlag. Dorf. Zweiter Dorf. Das wird wohl nichts mehr. Das war alles. Mehr habe ich nicht. Er hat auch nichts. Er muss auch was haben. Ach, egal. Wenn er nichts hat, dann hat er nichts.
Alles down. Sitzt er noch den Koch. Und der ist auch noch nicht grau. Der lebt auch noch. Hat er die mal nicht reingeschickt? Naja, egal. Geschafft. Schade. Yeah. Gut, das war jetzt noch bei der einen Quest PvP-Kämpfe. 5 Stück, 3 haben wir schon. Oh, den nehmen wir doch mit. Also die Quest im Bunker schaffe ich auch nicht. Aber jetzt fehlt noch ein PvP-Kampf, der war auch noch nicht ganz so hoch. Ich bin zwar nur ein bisschen stärker mit 100.000. Also es könnte knapp werden, weil seine Truppe ist ja 700, die hier sind 700.000 stark und dann ist noch wieder oben alle. Heilung rausgeknallt. Jawohl. Jetzt gehen wir kurz erstmal. Die Dinge wieder herstellen. Nee, nicht forschen. Das hier. Fertigen. Den nehmen wir und wir fertigen einen Verbandskasten. Gut. Jetzt schauen wir mal, was war jetzt noch? Friedhof? Quest meinte ich. Bunker haben wir noch und Massenangriff. Ja, mit dem Wasserangriff, der ist immer nur alle paar Stunden. Ist mal wieder jetzt nicht. Dann wäre hier alles angezeigt gewesen. Aber ist nicht da. Gut. Dann haben wir Arena fertig. Dann haben wir Bahnhof fertig. Den Bunker fertig. Tunnel gehört zwar nicht zur Tagesquest, aber dann können wir ja auch mal schnell machen, um die Truhen abzukassieren. Da habe ich mir auch schon alle Werbungen für angeschaut. Und greifen wir hier mal an. Dann gibt es eine Truhe. Vorspulen wir jetzt natürlich. Ich habe kein Premium bekommen. Runde 4. Zu der nächsten Kiste. Level 12. Oh, jetzt muss ich erstmal warten.
Hier geht's ein bisschen schneller. Viel kann ich reinschicken, aber so. Ja, braucht nicht mehr. Gut. Der ist fertig, wieder zurück. Oh, Belohnung. Da kommst du vorhin, das davor waren die beiden Arena-Kämpfer. Der Bahnhof. Hier, ja, ich bin doch reich. Jawohl, schön. Komm, was bauen wir? Fangen wir an mit unten. Ne, die kann ich noch gar nicht. Gab es hier vielleicht was Neues zum Bauen? Noch nichts für mich dabei. Schade. So. Dann bauen wir einfach. Das Sägewerk aus. Labor, Druckerei, Gießerei, Speisesaal, Kühlraum. Dann passt mein Essen rein. Holzlager. Ich glaube, Lager ist besser. Aber wenn ich das nächste Mal das wieder spiele und krieg wieder sowas geschenkt, ist doch besser, wenn ich mehr Geld habe. Oder was brauche ich unten? Schauen wir mal. 10.000 Gold. Ich kann nur 6.000 haben. Holz 6.000 und 4.000. Ja, Lager. Fangen wir mit Gold an. Goldlager. 5 Tage. 5 Tage. Was habe ich denn noch? Hier kann ich was in der Basis verbessern. Die Basis selber nicht. Was heißt die Basis? Da ist sie außerdem. Die Waffen kann man nicht. Mein Arsenal. Verbessern? Nein. 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 Und das ist recht nicht. Gut, dann bin ich damit auch fertig. Schau nochmal die restlichen an. Und 60 für Spielupdate. Bisschen wechseln, da ist noch dran. Gut. Dann haben wir das alles fertig. Ja, ich könnte jetzt noch die Frau zurückstellen. Könnte jetzt noch mal hier Tunnel, die anderen Truhen alle holen, das wird mir ein bisschen lange dauern. Ich nehme jetzt noch mal die höchste Truhe. Wo ist die denn? Da. Kämpfe gegen den und dann würde ich mal sagen, dann war es das für heute. Wir sind ja auch schon fast eine Stunde hier dran. Also ich. Ihr wahrscheinlich noch nicht. Weil ich habe ja 10 Minuten rausgeschnitten.
Spellwatch. Gut. Dann würde ich mal sagen, das war es für heute. Nochmal schnell hier alles abholen. Alles abkassieren. Ich könnte auch meinen Zombie wiederholen, aber das wird sich nicht lohnen. Hier. Kostet 150, ich habe 1300. Aber wie gesagt, so oft spiele ich das ja nicht, dass sich das jetzt gerade lohnen würde. Gut, dann beende ich das Spiel mal und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wo bin ich denn hier gelandet? Da, Ticket abholen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.